Stößle wollte ich, Mist. Na endlich! Sie wollten mich nicht vorlassen, solange die Zauberin hier war. Hast du sie gesehen? Angemalt wie eine Marketenderin beim Vormarsch. Zauberinnen meinen, sie könnten sich alles leisten. Ich habe gehört, was in Temerien geschehen ist. Du wirst steckbrieflich gesucht. Hässliche Sache. Aber vielleicht werden wir uns einig. Ich vertrete hier das Gesetz. Ich muss wissen, was der legendäre Weiße Wolf am Arsch der Welt sucht. Soll ich ihm sagen, dass wir den Königsmörder suchen? Ich weiß es nicht so genau. Ich suche den, der schuld ist an Foltests Tod. Was? Hier? Die Skoyatel hatten ihre Finger im Spiel und ihre Spur führt nach Flotza. Ein Glück, dass du auf Bernard Loredo gestoßen bist. Wenn Jorvet wirklich das Blut des Königs an den Händen hat, helfe ich dir, ihn zu erwischen. Was ist mit Vernon Roche? Warum hast du ihn nicht vorgelassen? Roche? Weißt du nichts von seinem zweifelhaften Ruhm? Erst handeln, dann denken. Und wenn er handelt, fließt üblicherweise das Blut von Unschuldigen. Du bist doch hoffentlich auf unserer Seite. Welche Seite ist das? Die der Menschen von Flotsam, die seit Jahren von Elfenbanden terrorisiert werden. Das ist eure eigene Schuld, für Bedit gebe ich mich nicht an. Euer Zwist ist nicht der meine. Du hast aber in der Nähe von Flotsam Elfen getötet. Sie hatten uns angegriffen. Hexer, du begreifst nicht. Nein, du begreifst nicht, Loredo. Ich bin selbst kein Mensch. Na was dann? Ein Elf? Zwerg? Nein. Hör schon auf mit dem Blödsinn. Meinen Arsch juckt's nicht, wenn sie dich wechselbald schimpfen. Weißes Haar hin, glühende Augen her, du bist ein Mensch wie alle anderen. Hier herrscht Krieg. Da kann man nicht am Zaum rumlümmeln. Wow, der ist... Also, das ist der einzige Mensch, der mir jetzt begegnet ist. Außer die, die uns sowieso schon kennen und nichts gegen uns haben. Der wirklich sagt, es ist ihm scheißegal, ob der jetzt Augen hat oder nicht. Ich bin einfach ein Mensch. Es ist egal, ob ich Mutant bin oder nicht. Ich bin einfach ein Mensch für ihn. Das finde ich eine coole Einstellung. Aber natürlich, das gegen die Anderlinge, das begreife ich immer noch nicht. Und die Anderlinge der Faktorei? Schmiede, Händler, Jäger? Sie jagen, essen und schlafen unter den Menschen. Auf welcher Seite stehen sie? Ich weiß es nicht. Da liegt ja der Hund begraben. Wer ums Fortbestehen kämpft, muss sich seine Verbündeten sicher sein. Die Anderlinge in Flotsam. Sicher, sie essen, ficken und scheißen mitten unter uns. Aber was, wenn Jorvet sie zum letzten Kampf aufruft? Ja, ich weiß auch nicht. Sie haben sich für Flotsam entschieden, behandelt sie anständig, dann sind sie allein. Sie könnten sich auf Jorvets Seite schlagen. Nein, das glaube ich nicht. Behandelt sie anständig, dann sind sie loyal. Das glaube ich auch. Wenn man sie ganz normal integriert, anständig behandelt, wie alle anderen Menschen auch, dann sind sie loyal, dann helfen sie allen, weil dann hat der Mensch, dann haben ja die Menschen, also dann haben die Anderlinge, die dort leben, keinen Grund, die Menschen zu hassen, weil sie sie einfach ganz normal behandeln. Ich sehe so einiges. Es ist erstaunlich, dass sie euch noch nicht verraten haben. Wie? Die Wachen behandeln sie wie Unrat. Ich kann mir nicht erklären, was sie hier noch hält. Ganz einfach, Geralt. Das tut der Hunger, den sie im Wald hätten. Aber diese Akte der Insubordination müssen wirklich sanktioniert werden. Der Soldat ist ein einfacher Mann. Sieht er seinen Kameraden an einem Schuss der Skoyatel krepieren, fällt es ihm schwer, den Elfen freundlich anzuschauen, der seiner Frau bunte Tücher verkauft. Du bist ein Hexer. Du beschützt einfache Leute vor Ungeheuern. Und ich beschütze sie vor der Gefahr, die sich unter den Bäumen verbirgt. Okay. Von wegen, du bist einfach ein Rassist. Ich verstehe, es geht um Jorvet. Mir ist klar, was du meinst. Jorvet ist ein Ungeheuer, das Reisigsammler verschlingt. Nur schlimmer, weil er klüger und grausamer ist. Wie können wir ihn erwischen? Du sollst ihn nicht töten. Ein ganzes Kommando ist selbst für dich zu viel. Ich hätte da eine Idee. Aber davon später. Die Eichhörnchen brüten was aus, rücken immer weiter zur Anlegestelle vor. Offenbar wollen sie die Barke im Hafen attackieren. Was? Was hat es mit der Barke auf sich? Sie soll Banditen, Mörder und Vergewaltiger ins Gefängnis von Drakenborg bringen, sobald... Sobald sie um ihren berüchtigten Anführer ergänzt sind.
Mit der Kirsche auf der Torte, der großartigsten Trophäe des Bernard Loredo. Du nimmst mir das Wort aus dem Mund. Mit einem Jorvid in Freiheit können Menschen, Elfen und Zwerge nicht miteinander leben. Ich muss die Pläne dieser Eichhörnchen erfahren. Wie sollte ich die kennen? Unterschätz mich nicht, Hexer. Ich habe meine Vorurteile, aber die machen mich nicht völlig blind. Nehmen wir deinen Freund Soltan. Er hatte Kontakt mit Jorvid. Soltan soll mir helfen. Er darf doch die Stadt nicht verlassen. Vertrauen, Geralt. Muss man schrittweise aufbauen. Wir haben da ein Problem, bei dem du uns helfen könntest. Eine Bestie, der Kairan genannt, blockiert unseren Hafen. Die Stadt erleidet Verluste. Töte das Monster und die Verbrechen deiner Freunde sind vergessen. Dann kann dich Soltan zu Jorvid führen. Ah, es klingt gut. Mal sehen, was sich machen lässt. Abgemacht, mit dir arbeite ich nicht zusammen. Ich bin Hexer. Ich arbeite nicht zum Spaß. Natürlich nicht. Für den Anführer der Skoyatel erhältst du einen angemessenen Lohn aus der Kasse der Faktorei. Ja, okay. Mal sehen, was ich herausfinde. Mögest du Flotsam den Frieden bringen, auch wenn du Stürme entfesselst, wo immer du erscheinst. Lass das Städtchen nicht im Stich, Geralt. Leb wohl! Okay. Aber vielleicht kann ich noch ein bisschen was mitnehmen. Was für einen wunderschönen Ausblick in den Garten hat man hier. Oh. Aber nichts wirklich Interessantes dabei. Oh, eine Kerze runtergeschmissen. Was gibt es Neues, Hexer? Jorvet loszuwerden wird nicht einfach. Er mag hartnäckig sein, aber wir sind auch nicht ganz ohne. Ich lasse nicht zu, dass die Skoyatel Flotsam niederbrennen, wie es ihre Art ist. Die Menschen in Flotsam verdanken den Elfen nichts. Häuser und Werkstätten haben sie selbst errichtet. Nicht auf dem Grund zerstörter Elfenstädte, sondern im dichten Busch. Wenn die Langohren es wissen wollen, zeigen wir ihnen, wo ihr Platz ist. Ah, okay. Ganz schön viele Soldaten für eine kleine Faktorei. Die Handelswege ziehen Räuber an wie scheiße Fliegen. Nur Soldaten können für Sicherheit sorgen. Wir sind die letzte temerische Siedlung in diesem Land. Und wir lassen uns nicht von einer Bande Elfen verjagen. Okay. Wer bist denn du eigentlich? Mit dem kann ich nicht reden. Okay. Unterhalten. Okay, das interessiert mich nicht. La-di-da-di-da. Das kann ich nicht öffnen. Da ist ein Questgegenstand drin. Zutritt nur mit Erlaubnis des Kommandanten. Okay. Hier kann ich wahrscheinlich auch nicht weiter. Kein Durchgang. Okay. Dann gehe ich wieder. So, verlasse das Residenz. Das kriege ich hin. So. Und raus damit. Na, mal gucken, was sie machen. Vergiss dein Eisenzeug nicht. Ein unmoralisches Angebot. Was ist? Hallo? So, meine zwei Messer wieder drinnen. Und ich kann weitergehen. So. Gut, ich brauche immer natürlich noch eine Probe. Und er? Er sagt, ich hab hier was. Mal gucken, was wir Neues haben. In den Fängen des Wahnsinns. Mögen meine Leser Geistergeschichten, vor denen gibt es hier eine Menge. In meinen Aufzeichnungen tauchen die ersten Geister in Flotsam auf in einem Haus im Wald. Die Geschichte begann mit einer Unterhaltung zwischen Geralt und Cedric. Der Elf erzählte von zwei Männern, die zu den Ruinen eines Herrenhauses gegangen und nicht zurückgekehrt waren. Das Haus war zuletzt als Irrenanstalt verwendet worden. Der Hexer wurde neugierig und beschloss nachzusehen, was passiert ist. Na genau. Nach dem Spätan... Okay. Geralt erschien in Gesellschaft von der Vernon Roche bei Lorida für einen Tanzabend nicht die beste Wahl, doch hier ging es darum, etwas über den Königsmeer herauszufinden. Es zeigte sich, dass der Kommandant beschäftigt war und so wurden unsere Helden abgewiesen. Sie beschlossen, an der Treppe zu warten und als Geralt klar wurde, dass Lorida okkupiert war, weil er etwas mit einer Zauberin zu besprechen hatte, durchfuhr es ihn. Man muss wissen, dass der Hexer eine Schwäche für Zauberinnen hat und sich keine entgehen lässt, wobei die Magierin ihn
auch nicht gerade verachten. Als nun ein Zauberer mit dem wichtigsten Mann am Ort ein Geheimgespräch führte, schlich Geralt in den hinteren Teil des Hauses und durchlauschte. Zu guter Letzt erfuhr der Hexer noch von einem der Gäste, wo er eine Monsterfalle für den Kairan beschaffen konnte. Schon damals dachte der Hexer daran, das Flussmonster zu erledigen, und eine Falle konnte sich als sehr nützlich erweisen. Geralt musste sich nur noch hinter Loredos Residenz hinschleichen und die aufhören. Okay. Geschickt schlüpfte der Hexer an den Wächtern und an den Hindernissen vorbei, zur Rückseite des Hauses. Dort hörte er die Pläne von Kommandanten und Zauberern, und das war auch gut so, denn Geralt spielte darin die Hauptrolle. Leise kehrte er zu Verena-Rosch zurück. Um einiges klüger kehrte Geralt zu Verena-Rosch zurück, und die beiden betraten Loredos Haus, diesmal durch die Vordertür. Loreda schlug dem Hexer eine Abbruchung vor. Geralt sollte Irovet gefangen, und damit sollte seine Einmischung bei der Hinrichtung vergessen sein. Man stelle sich vor, an Irovet war bis dahin eine komplette Garnison gescheitert. Der Hexer jedoch willigte ein. Und so verließ der Hexer Loredas Haus als Freund. Loreda glaubte, ein perfektes Instrument für die Umsetzung seiner Pläne gefunden zu haben. Später sollte sich zeigen, wie sehr er sich getäuscht hätte. Richtig. Das gibt auch immer so... das gibt auch immer so ein bisschen... einen Storyverlauf. Da weiß man, okay, man kann sich später vielleicht entscheiden und dann Irovet gleich töten, Irovet laufen lassen und so weiter. Okay, das mit der Balliste könnt ihr gerne selber durchlesen. Da will ich die Zeit jetzt gar nicht verstreichen lassen. Der Hexer schlägt sie alle tot. Das kann ich noch schnell machen. Teufelskerl. Und? Er starb mit einem Pfeil im Rücken. Geld hatte er nicht. Nur die Armen wehren sich. Ich weiß aber gar nicht, wer das war, muss ich sagen. Guten Tag. Kameraden, eine Frage? Was gibt's, Grünschnabel? Sollten wir nicht auch ein paar sinnvolle Arbeiten erledigen? Okay. Grünschnabel, dein Kamerad möchte dir etwas antworten. Eine Sache lässt mir Männer, keine Ruhe. Ihr seid doch schließlich Kenner. Das ja, ist ein Hexer. Der Sigi König sagt euch, setzt nicht so wenig. Wieso denn Kartoffeln? Oh Gott, das ist... Willkommen. Hi. Womit halt vorab zu meditieren? Ja. Okay, von dir brauche ich eh nichts. Hoppla. So. Gut, die Quest geht so mal nicht. Okay. Gut, die Quest, okay, das ist mal aktiv, kann ich mal. Zumindest mal den anquasten. Schon wieder du? Ich glaube, der ist unten, hm? Es ging ein Mäh. Ach, schon während der Kopf. Oh. Pass auf den linken Haken auf! Gesundheit! Danke. Sehe ich recht? Der Hexer Gera? Ja. Worum geht's? Mein Cousin aus Wysima sagt, du seist ein ordentlicher Würfelspieler. Schon? Wenn es sich herumspricht, dass wir gute Spieler haben, kommen noch mehr gute Spieler. Und dann steigen die Einsätze. Wenn Einar Gausel käme oder Sigurta, das sind wahre Meister. Wie sieht es aus? Spielst du? Ja. Na klar. Wir spielen nur zum Spaß hier. Zyndram allerdings hält sich für einen Meister. Ich spiele eben nicht mit jedem. Zeig du erstmal, was du drauf hast. Okay. Eine Runde gegen Kazik. Ich hab's mir angesehen, ich spiele mit Benedikt. Oh, Bendek. Gut. Eine Runde noch würfeln. Ja, ich wollte hier eine Quest machen, aber... ich hab... Was? Ich verstehe es nicht. Ist das nicht das gleiche? Die und die? Nein, das ist eine 6. Was ist eine 6? Ah ja, okay. Was haben wir denn? Fast eine Straße eigentlich. Was hat er? Er hat 2 5er und 2 3er. Das ist fast nicht zu schlagen. Ich könnte mit der 6 und mit der 1 würfeln.
Ich probiere mal mit der Straße. Ah, es waren 4. Du hast verloren. Ah, sehr schade. Was hat der 2-5 wieder? Okay. Du hast verloren. Ach, wirklich? Ich bin die Gegner für den Würfel. Okay. Weißt du, wie sein Hexer mit einer Striege treibt? Das war zu erwarten. Oh. Sei gegrüßt. Lobe die Göttin. Fummelt rum? Ach, hat doch alles keinen Sinn. Ich halt's hier nicht mehr aus. Erst das Geld. Nee. Schön, dich zu sehen. Ach, was? Nee, definitiv nicht. So, wo ist denn der Typ? Pass auf den linken Haken auf! Noch jemand Bier? Wo ist denn der? Ist der... Es ging ein Mägdelein. Ja, sei still. Der kann nur oben sein. Ihr meint, sie liebt mich, aber wir können trotzdem nicht zusammen sein. Wieso nicht? Ja, verdammte Scheiße, wieso nicht? Sie sagt, ich wäre nur so ein Schenken. Was gibt es für Fortschritte? Ich bin bald soweit. Das hoffe ich doch. Natürlich. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, die will mich dann nicht gefangen nehmen, so wie die Jennifer. Was gibt es für Fortschritte? Beim irgendeinem Buch? Ich habe nicht erwartet, dich bei Loredo zu treffen. Solltest du aber. Ich wusste, dass du dort auftauchen wirst. Der Kommandant ist krankhaft auf seine Faktorei eifersüchtig. Früher oder später wird jeder von ihm zur Rede gestellt. Was wollte er von dir? Privatsache. Geht dich nichts an. Wir sind kein Team, Geralt. Wir werden nur zusammen den Kairan töten. Das ist alles. Ah ja. Na okay. Ich bin bald soweit. Oh. Das hoffe ich doch. Auf Wiedersehen. Immer stoße ich da bei meiner... Ja, ich stoße immer wieder... Schon wieder, du? Was soll denn das? Oh ja. Sei gegrüßt. Hadagas. Sand. Okay, der ist jetzt Sand. Jungs, hau sich die Fresse ein. Das wird ein Spaß für jeden sein. Rumsetzt ist euer Geld. Es kostet was? Nicht die Welt. Okay, der ist jetzt eh nicht da. Na, was machen wir dann noch? Eine andere... Ja gut, wir könnten noch Poker spielen gehen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, eine Frage des Preises. Machen wir mal Jagd auf Neckar. Aber bringe mir über Neckar in Erfahrung. Okay, da müsste ich dann... Okay, da müsste ich dann ein Buch kaufen. Okay. Brauche ich auch ein Buch? Ah, so toll. Problem mit einem Troll. Der Hexer schlägt sie alle. Ja, soll. Was mache ich jetzt? Kann ich in den Wald rausgehen? Dann gehen wir in den Wald raus. Wobei wir in Psycho-Level ab sind. Alter, wieso kann ich immer noch nichts... Muss ich immer noch in der Hexausbildung weiterarbeiten? Das ist schon nervig. So, Tapferkeit, Umlenken vom Pfeil. So, Energieregeneration außerhalb des Kampfes plus 50%, innerhalb des Kampfes 50%. Okay. Bringt das mehr? Ah, jetzt sind die anderen freigeschaltet. Na, okay. Konter, schaltet die Fähigkeit frei, Schläge des Gegners zu kontern. Position, Geralt erleidet bei Angriff von hinten nicht länger 200% Schaden, Schaden bei Angriff von hinten 150%. Distanz beim Ausweichen im Kampf plus 100%, Energieregeneration im Kampf plus 10%, Härte, Schadensreduktion, Abhärtung,
Plötzlicher Tod, Chance auf sofortige Tötung, Unbesiegbarkeit, Kampfsinn, schaltet finale Hiebe gegen mehrere Gegner frei, die bei vollen Adrenalinanzeige aktiviert werden, ermöglicht die, okay. Wirbelwind erzeugt von Adrenalin durch, okay, sehr nice. Gewalt. Ist natürlich auch die Frage, wie man lang geht. So, dann gucke ich noch in die Magie rein. Zerstörerische Magie. Verstärktes Artzeichen. Quenzeichen, magische Ebene, Igni-Zeichen, Anziehung, Irden, Vitalität, Magiesinn, schaltet das Helitrop-Zeichen frei, wenn die Adrenalin-Zeige voll ist, ermöglicht die Anzeige von, okay, alle Resistenzen plus 20% Zeichenschaden plus 3 Erzeugung von Adrenalin, okay, was, sehr nice. Und mit Alchemie gibt's was noch? Alchemist, okay, Bombenschaden, Chance auf Erzeugung, okay, was ist hier, Verwirkungsdauer, Synthese, ah, ja. Öle, also verbesserte Öle, Mutagene sind besser, Verkoster ermöglicht die Einnahme eines zusätzlichen Tranks. Ah, sehr schön. Versuchte Schaden bei eigener Vergiftung plus 5%, Energieregeneration bei eigener Vergiftung plus 15%, schaltet den Berserker-Modus frei, der bei voller Adrenalin-Anzeige aktiviert wird, ermöglicht die Erzeugung von Adrenalin bei Vergiftung, okay. Und Amplifikation, Erzeugung von Adrenalin bei eigener Vergiftung, bei einer eigenen Vergiftung Schaden plus 10% und Schadensreduktion plus 5%. Oh, das ist schön. Okay, gibt nice, also gibt coole Sachen. Okay, hier haben wir natürlich nur immer über Drachen dabei noch, okay. Was ist eigentlich, wenn wir... Ah, bringt auch nichts. Ich wollte gerade. Okay. Das heißt, einmal in den Wald ein bisschen mal durchschauen. Oder wisst ihr was? Ich spiele jetzt schon 4 Stunden am Stück. Und eigentlich wollte ich vor 2 Stunden schlafen gehen. Und deswegen werde ich jetzt schlafen gehen, würde ich jetzt mal behaupten. Das heißt, ich werde eine Aufnahmepause einlegen. Folgen habe ich ja jetzt grundsätzlich ja genug und ich muss ja das Ganze auch noch rendern. Ich habe ja ein bisschen so, also ich nehme diese Folge am 24. Dezember aus, also auf, um 2 Uhr in der Früh. Nämlich diese, habe ich diese Folgen jetzt alle aufgenommen, seit der letzten, also seit Folge 8 bis zu der Folge, wo wir jetzt sind, das weiß ich jetzt noch nicht, habe ich jetzt alles aufgenommen. Ja, habe ich alles aufgenommen. Das heißt, ich muss jetzt das Ganze aber noch rendern, weil ich ja ein bisschen so immer ein bisschen Zeitdruck bringe. Deswegen muss ich das Ganze noch rendern. Und möglicherweise wäre es auch noch super, wenn ich doch Warframe aufnehme morgen und noch ein paar andere Dinge, aber ja. Also, ja, deswegen mache ich jetzt auch eine Pause. Wie gesagt, ich muss noch alles herrichten, damit man es rendern kann. Und ja, von mir aus gesehen, wünsche ich euch viel Spaß. Ich hoffe, das Spiel macht euch genauso viel Spaß wie mir, ja. Auch wenn ich ab und zu nicht rede, das liegt bei dem Spiel, also jetzt gerade in dem Moment, liegt das daran, dass ich die Spielwelt einfach wirken lassen möchte. Ich bin gerade so von der Atmosphäre so ein bisschen, ja, ich bin so ein bisschen im Spiel drinnen, ja. Ich bin so ein bisschen festgesaugt. Ich meine, dass ich so wenig rede, liegt auch daran, dass relativ viel geredet wird im Spiel. Man kann mit sehr vielen Leuten reden und auch viele Leute reden einfach so. Man muss mal kurz zuhören, kann man kurz nichts erzählen, kann man kurz nichts reden. Das ist halt, ja, wenn man natürlich wieder viele Kampfszenen hat, kann man ein bisschen was erzählen und so weiter. Aber so jetzt gerade im Moment, eher schwierig. Ist eher schwierig. Und ich will die Spielwelt, ich bin da einfach so, ja, wie gesagt, ich bin da ein bisschen drinnen und deswegen rieche ich ein bisschen weniger, weil, naja, passt einfach irgendwie besser. Ist atmosphärisch ein bisschen besser, wenn ich weniger rede. Aber dann gibt es eh so Stellen wie jetzt gerade, wo ich rumstehe und nichts tue und einfach was erzähle ganz kurz. Und ja, also, ich werde jetzt schlafen gehen und, oder, ja, ich kann das Rendern kann ich heute gar nicht machen. Mal kurz überlegen. Müsste theoretisch heute schon, also von heute auf morgen müsste ich was rendern, weil das geht sich sonst, weil 4 Stunden, das sind viele Folgen, aber ja, ich schaue es mir mal an, ich werde mal ein bisschen was herrichten und dann schauen wir weiter.
Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel, viel Spaß und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Aufnahmesession oder in einem anderen Let's Play. Und bis dahin, ja, tschüss, viel Spaß und baba.